Das Thema der Woche. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ganz klar die US-Notenbank. Die stellt nämlich ein Ende ihrer milliardenschweren Anleihekäufe in Aussicht. Am Mittwoch hat sich Fed-Chef Ben Bernanke erstmals konkret zum Ausstieg aus der quantitativen Lockerung geäußert. Demnach könnte die Fed den Geldhahn Mitte 2014 komplett zudrehen. Alle Einzelheiten jetzt zunächst von Andreas Agli. Die US-Notenbank hat in den vergangenen Monaten die Märkte mit billigem Geld geflutet. Damit könnte jetzt aber bald Schluss sein. Zumindest hat die Fed ein Ende der Anleihenkäufe in Aussicht gestellt. Schon in diesem Jahr könnte das Volumen reduziert werden. 2014 könnte die Fed komplett auf den Erwerb von Staatsanleihen verzichten. Allerdings unter der Voraussetzung, dass sich die Wirtschaft entsprechend entwickelt. Das gab Fed-Chef Ben Bernanke nach der Juni-Sitzung bekannt. Grundsätzlich ist die Fed optimistischer geworden. Das zeigt sich bei den Prognosen für die wirtschaftliche Lage der USA. Vor allem was den wichtigen Arbeitsmarkt angeht. Die Notenbank hatte ihre Geldpolitik eng an die Entwicklung der Arbeitslosenquote geknüpft. Ziel ist es, 6,5% zu erreichen. Nach Einschätzung der Fed könnte es schon im nächsten Jahr soweit sein. Zumindest erwartet die Notenbank für das nächste Jahr eine Quote von 6,5 bis 6,8%. In diesem Jahr rechnen die Währungshüter mit 7,2 bis 7,3%. Die Fed hat also durchaus eine Aufhellung der US-Wirtschaft registriert. Trotzdem betont Notenbankchef Bernanke, dass die Geldpolitik nach wie vor expansiv bleiben werde. Den Leitzins belassen die Währungshüter auf dem seit 4,5 Jahren gültigen Niedrigniveau von 0 bis 0,25 Prozent. Und dort wird er nach Aussage von Bernanke erst einmal auch bleiben. Eine Erhöhung liege in weiter Ferne, so der Fed-Chef. Grundsätzlich wolle die Fed flexibel handeln. Deswegen könne sie das Tempo der Anleihenkäufe bei Bedarf auch steigern, so Bernanke weiter. An den Märkten konzentriert sich die Aufmerksamkeit trotzdem auf ein mögliches Ende der Anleihenkäufe. Auch wenn die Fed die Märkte noch einige Zeit mit billigem Geld fluten wird. Das war also eine faustdicke Überraschung, diese klare Ansage, ja, die Fed könnte aussteigen, wenn. Franziska Schimke in Frankfurt. Wie haben denn die Anleger reagiert? Die haben sich ja nur einen Teil der Aussage rausgesucht. Ja, man hatte klare Worte von Ben Bernanke erhofft und erwartet und jetzt kamen diese klare Aussagen, dass man da durchaus schon einen geordneten Rückzug aus dieser lockeren Geldpolitik im Plan hat und den auch vorbereitet hat. Und das hat dann aber letzten Endes richtig mächtig verunsichert und diese Sorge um eben eine mögliche Drosselung in Schritten dieser expansiven Geldpolitik und chinesische Konjunkturdaten am Donnerstag, die hatten den DAX mächtig unter Druck gebracht. Da ging es um 3,3% nach unten. Somit war er auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Allerdings kamen dann auch noch gute US-Konjunkturdaten hinzu. Das ist eigentlich etwas Positives, aber in dem Fall wurde es negativ umgesetzt und gewertet, denn das bestätigt einfach die Befürchtungen, denn Ben Bernanke hat ja diese Drosselung an die nachhaltige Erholung der Konjunktur geknüpft und diese US-Daten, die haben das Ganze jetzt natürlich so ein bisschen unterstrichen und dieses Ausstiegsszenario noch weiter real werden lassen. Die Märkte hatten sich klare An- und Aussagen von Ben Bernanke erhofft. Jetzt sind sie gekommen, sagt der Markt. Hoppala, bitte so klar und deutlich hätten wir es gar nicht gebraucht. Franziska Schimke, genau. Dankeschön nach Frankfurt. Gerne. Und über die Lage am Markt hatte ich gesprochen mit Volker Hellmeier, er ist Chefanalyst der Bremer Landesbank. Und ich wollte wissen, Hellmeier, die Fed hat gesprochen, klar und deutlich. Einigen war das zu deutlich. Wie bewerten Sie die Aussagen? Also ich bin erstmal erstaunt, wie offen die Fed diesmal und wie offen sie ist und wie messbar sie sich macht. Und das ist zunächst einmal sehr positiv. Es gibt ganz klare Ankerpunkte, die dem Markt damit gesetzt werden. Damit setzt die Fed unter Ben Bernanke im Grunde genommen das Transparenzgebot, das unter Alan Greenspan etabliert worden ist, vollumfänglich fort. Und ich bin auch glücklich darüber, dass dieser Ausstieg thematisiert wird. Denn für eine globale Wirtschaft sind diese latenten Subventionsmechanismen grundsätzlich kontraproduktiv. Und ein Ausstieg aus diesen Subventionsmechanismen ist absolut begrüßenswert. Für mich ist die Reaktion, die wir an den Märkten haben, partiell eine Beleidigung unter durchschnittlicher Intelligenz. Und das sage ich in schärfster Form. Das klingt natürlich jetzt erstmal auch sehr, 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 sehr deutlich, Herr Hellmeier, allerdings auch ein bisschen hart. Erläutern Sie das doch bitte, was Sie damit meinen. Anleihemärkte und Devisenmärkte haben angemessen reagiert. Den Dollar positiver zu bewerten aufgrund einer positiven Konjunkturaussicht, insbesondere Richtung 2014, ist in sich konkludent. Der Ausstieg dann auch mittelfristig mit erhöhten Zinsen verbunden.
bedeutet, ist auch konkludent an den Anleihemärkten bewertet worden. Wenn wir uns die Aktien- und Rohstoffmärkte anschauen, mit massiven Rückgängen, wenn wir Silber uns heute anschauen bei 2070, wenn wir uns Öl anschauen, wenn wir uns die Aktienmärkte anschauen, das ist grotesk. Wir haben von Ben Bernanke gestern eine Vollkaskoversicherung für die Finanzmärkte bekommen. Es geht nur, wenn die Wirtschaft deutlich besser wird, kommt es zu diesem Ausstiegsszenario bei den quantitativen Maßnahmen, und die Nullzinspolitik bleibt ohnehin bis 2015, manche sagen sogar auf dem Marktausschuss bis 2016 bestehen. Also der Aktienmarkt sagt, wenn die Wirtschaft besser läuft und Unternehmen erhöhte Skaleneffekte haben, dann muss ich Aktien verkaufen. Mit anderen Worten sagen die Rohstoffhändler, wenn die Weltwirtschaft, USA ist die größte Wirtschaft der Welt, nach wie vor die größte Nationalökonomie, wenn dieser Motor der der Weltwirtschaft schneller läuft und damit ein erhöhter Rohstoffverzehr damit einhergeht, potenziell, mehr als jetzt erwartet, verkaufen wir Rohstoffe ab. Mhm. Was hast du jetzt nochmal ganz klar runtergebrochen auf den Anleger, der jetzt sieht hier, der DAX hat sich kräftig zurückgezogen, über 3% unter 8.000. Kann man sowas jetzt auch schon wieder zum Einstieg nutzen? Für mich sind das absolut Kaufkurse. Ich wünsche mir beinahe noch, dass wir einmal heute im Tagesverlauf unter die 8.000 DAX schauen. Das ist für mich ein ganz klarer Kauf. Wir sehen, wir haben heute Zahlen aus Japan gekriegt, Tankern, Diffusion Index von minus 13, von Reuters von minus 13 auf plus 15. Wir haben gestern sensationelle Auftragseingänge gesehen aus Spanien. Wir bekommen heute Market für Europa und USA. Das wird auch positiv ausfallen. Was wir sehen werden, ist, dass die Wirtschaft besser läuft und dann kommen die Skaleneffekte zustande. Dann haben wir insbesondere eben auch bei deutschen Unternehmen, die ihre Balance Sheets restrukturiert haben, eine positive Durchwirkung auch auf die Bottomline. Und das bei einer ohnehin noch nach wie vor sehr konservativen Bewertung deutscher Aktien im Vergleich zu anderen Märkten, wenn wir Nikkei Dow Jones uns anschauen. Also hier ist viel Potenzial und das sind Chancen, die sich hier offerieren. Das möchte ich hier betonen. Das gilt ebenso für den Rohstoffsektor und vor allen Dingen für Silber. Ben Bernanke, die Gerüchte mehren sich, dass nach Ablauf seines Vertrages dieser Vertrag nicht verlängert wird. Ist seine Zeit abgelaufen? Also grundsätzlich sage ich ja, die Zeit von Bernanke ist abgelaufen, aber es wird zu keiner qualitativen Neuausrichtung innerhalb der Federal Reserve kommen. Die Federal Reserve mag immer wieder betonen, dass sie unabhängig ist. Sie ist ein Teil der US-Regierung, sie macht Regierungspolitik und damit ist es nichts weiter als Administration. Und auch das Spiel zwischen Falken und Tauben ist in meinen Augen häufig eins, das mehr dem Finanz-Hollywood dient als tatsächlich Ausdruck eine ernste Debatte wie im EZB-Direktor. Klare Kaufkurse sieht unser Chefanalyst von der Bremer Landesbank, Volker Hellmeier, bei einem DAX-Stand von deutlich unter 8.000 Punkte. Dankeschön fürs Interview. Und bei mir jetzt Klaus Vogt von Equitas Capital. Herr Vogt, hat die FED die richtige Entscheidung getroffen? Die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, war ja eigentlich die Entscheidung, nichts zu tun. Wir sehen die Zentralbank mit beiden Füßen Bleifuß auf dem Gaspedal der Gelddruckmaschine stehen und das schon seit geraumer Zeit eine vollkommen unseriöse Geldpolitik durchführen. Und was wir jetzt gehört haben gestern, war ja nichts anderes wie der vorsichtige Hinweis, dass das vielleicht irgendwann auch wieder anders werden könnte, falls die Wirtschaftsdaten mitmachen. Die werden nicht mitmachen und deshalb wird der Bleifuß vermutlich so lange anhalten, bis die Finanzmärkte den Zentralbankern um die Ohren fliegen und ihnen die Gelddruckmaschine wegnehmen. Oder so eine Gelddruckmaschine aufgrund von Unwuchten vielleicht auseinanderfliegt. Die Finanzmärkte haben ja auch deutlich reagiert. Müssen wir uns jetzt auf weitere Kursrutsche einstellen? Tja, also unsere Indikatoren befinden sich nun bereits seit vielen, vielen Monaten auf Niveaus, die wirklich allerhöchste Gefahr für die Aktienmärkte signalisieren. Und dennoch hat sich diese künstliche, durch diese ultra-expansive Geldpolitik wohl angetriebene Aktienhosse bisher unbeeindruckt fortgesetzt. Und ich gehe davon aus, dass auch diese Spekulationsblase und nach allen Analysen, die ich hier durchführe, müssen wir auch jetzt wieder von einer Spekulationsblase sprechen, dass auch diese Spekulationsblase platzen wird. Und ich bin auch jetzt wieder der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir am Ende
der Fahnenstange angekommen sind. Und nur derjenige, der glaubt, dass die Planwirtschaftler der Zentralbanken wirklich dauerhaft Marktkräfte außer Kraft setzen können, der kann sich hier bequem zurücklehnen und kaufen und überbewertete Märkte als Kaufgelegenheiten interpretieren. Wer an diese gottgleichen Fähigkeiten von Zentralbankbürokraten glaubt, der kann das tun. Allerdings, wer das tut, wird wahrscheinlich bis heute nicht verstehen, wieso der Ostblock vor 20 Jahren bankrott zusammenbrach und wieso die DDR uns beigetreten ist und nicht umgekehrt. Herr Vogt, was für Alternativen gäbe es denn, um die Wirtschaft anzukurbeln und nachhaltig anzukurbeln? Man muss sich von dem Gedanken lösen, dass man gottgleich ein so komplexes System wie eine moderne Volkswirtschaft nach Belieben steuern und ankurbeln könnte. Das eigentliche Problem ist die über viele Jahre hinweg durchgeführte Zentralbankpolitik des ultra-expansiven Geldes. Das ist das Problem. Damit hat man die Voraussetzungen für Krisen geschaffen und gewissermaßen eine Krisenspirale in Gang gesetzt. Auf jede Krise, die nichts anderes als die Folge einer falschen Geldpolitik war, wurde mit einer Fortsetzung, mit einem noch mehr an falscher Geldpolitik reagiert. Auf diese Weise entstand diese Krisenspirale, in der wir uns befinden. Das einzige Richtige wäre von Anfang an gewesen, die Marktkräfte sich entfalten zu lassen. Denn Rezessionen, so unangenehm sie auch sind, haben einen volkswirtschaftlich sinnvollen, vernünftigen Zweck. Sie sorgen dafür, dass sich die Wirtschaftsstruktur immer wieder verjüngen, immer wieder an die sich veränderte Welt anpassen kann. Und wer diesen Verjüngungs- und Anpassungsprozess verhindert, der sorgt für eine ineffiziente Wirtschaftsstruktur. Und je länger und ausgiebiger wir das tun, desto größer wird jede Krise, sobald die entsprechende Fehlentwicklung, die entsprechende Blase platzt. Das ist diese traurige und von mir seit der Jahrtausendwende auch massiv kritisierte Politik und die Folgen dieser Politik. Klaus Vogt, Marktexperte von klausvogt.com. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, meine Damen und Herren, Ben Bernanke ist und bleibt ein Mann, der polarisiert. Die einen sind vollkommen verschreckt, weil er sagt, ja, man könnte den Finanzmärkten wieder das reichliche billige Geld wegnehmen. Und die anderen sagen, ja, im Prinzip hat er ja nichts Neues gesagt. Und so ist es eben an der Börse und so haben wir dann auch die Reaktion gesehen. Zunächst einmal ein relativ deutliches Minus beim DAX, nachdem Ben Bernanke gesprochen hatte. Dann am Folgetag, am Freitag, eine kleine technische Gegenreaktion, die am Tag des dreifachen Verfalls auch schon wieder in sich zusammenfallen droht. Das war das Thema der Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und tschüss, bis nächste Woche.